Natürlich sind Homosexuelle anders, lieber Willi. Sie sind homosexuell. Aber abgesehen davon müssen wir uns fragen, ob wir bloß aus diesem einen Merkmal, was uns vielleicht nicht ganz geheuer ist, wenn wir aus bestimmten bayerischen Dörfern kommen, was uns vielleicht nicht ganz sympathisch ist, weil wir das nicht kennen oder etwas nicht verstehen, wenn wir es selber nicht fühlen. Bloß aus solchen Gründen müssen wir uns fragen, möchten wir den Diskurs so weit tragen, diesen Menschen Rechte abzuerkennen, die wir doch für uns für selbstverständlich halten. Was ist der Unterschied? Bloß weil wir etwas Bestimmtes nicht verstehen oder nicht kennen oder vielleicht auch persönlich nicht sympathisch finden, dürfen wir so weit gehen und zu sagen, mit dem Selbstzweckdiskurs möchten wir jetzt diesen kleinen Aufgriffspunkt nehmen, um alles in Frage zu stellen, was diese Menschen menschlich macht. Wir glauben, als Gesellschaft brauchen wir Toleranz, ja. Und wir brauchen auch gesellschaftliche Maßnahmen, die ein bisschen darüber hinausgehen, nicht nur Toleranz im Kopf zu fördern, sondern auch gewisse Normen, die dazu beitragen, diese Toleranz weiter durchzusetzen. Das ist das, was man allgemein eher unter Political Correctness versteht, im Gegensatz jetzt vielleicht zu euch. Wenn man in der Gesellschaft lebt, ist es super, dass wir Diskurs haben. Wir haben ziemlich viel diskutiert, wir haben auch ziemlich viel über Toleranz geredet und ein häufiger Punkt oder eine weit vertretene Meinung an dieser Stelle ist die, dass Diskurs zwar gut ist, dass es aber Grenzen gibt für diesen Diskurs. Dass wenn wir alles, was wir theoretisch hinterfragen könnten, tatsächlich hinterfragen, wir letztendlich den Diskurs selbst angreifen, weil man könnte ja auch den Diskurs kriminalisieren oder den Diskurs in seiner Existenzberechtigung aberkennen. Was so abstrakt klingt, ist ein sehr reales Problem, nämlich dann, wenn wir sagen, Demokratie ist was Tolles, Gesellschaft ist was Tolles, wir tolerieren uns gegenseitig. Aber wenn wir die Menschen tolerieren, die diese Gesellschaft angreifen, die diese Gesellschaft explizit verlassen und attackieren, wenn wir diese Menschen auch noch tolerieren und sie walten lassen oder sie sogar unterstützen, dann schaden wir der Gesellschaft ja wieder. Und ich glaube, da muss man, Dankeschön noch nicht, genau da muss man eine Grenze ziehen und sagen, was okay ist an Werten, an Diskurs, was keinen wirklich verletzt. Die Frage, ob man Herrn oder Frau Brust sagt zu einer Person, wenn man es vielleicht nicht weiß. Die Frage, wie man mit Adoptionsrecht für Homosexuelle umgeht, weil vielleicht Kinder darunter leiden könnten. Das sind Fragen, die man diskutieren kann. Das finde ich okay. Aber so weit zu gehen, diesen Menschen Menschenrechte abzuerkennen oder zu sagen, wir wollen diese Political Correctness nicht oder wir wollen einfach sagen, wir möchten in alle Richtungen kritisieren und in alle Richtungen beleidigen können, bloß weil wir keine Lust haben, uns an die Regeln zu halten, die unsere Gesellschaft so zusammenhalten. Wenn wir das zulassen, verlassen wir den Rahmen, in dem gesellschaftlicher Diskurs funktionieren kann. Wir grenzen Menschen aus, wir beleidigen Menschen, wir lassen zu, dass eine große Gruppe eine kleine Gruppe diskriminiert, wir lassen zu, dass die große Gruppe die kleine auch beleidigt und wir lassen zu, dass sie ausschließt. Und damit schaden wir unserer Gesellschaft. Jetzt könnte man sagen, was ist denn mit den Problemfällen, die ein Ventil brauchen? Und ich denke, diese Fälle sind real und ich denke, diese Fälle sind etwas, über das man reden muss und das man aus staatlicher Sicht nur in begrenzter Weise steuern kann. Ja, wir haben Menschen, die gerne dazu bereit sind, aufzufallen, zu stören und andere Menschen zu beleidigen, weil es ihnen gut damit geht oder weil sie sich dann besser fühlen oder was sie für Probleme haben. Dürfen wir uns aber als Staat, der wir wissen, dass das falsch ist, der wir wissen, dass das gegen unsere Prinzipien, die unseren Staat konstituiert, dürfen wir uns als Staat sowas beugen? Dürfen wir sagen, bloß weil es eine einzelne Gruppe gibt von Störenfrieden, verlassen wir die Regeln, die wir eigentlich für richtig erachten, in vorauseilendem Gehorsam und sagen, ihr dürft kritisieren, wie ihr wollt, bloß damit wir nicht an aller Stelle intolerant gegenüber diesen Menschen sind. Wir glauben, es gibt Menschen, die machen Sachen, die falsch sind, aber bloß um denen entgegenzuentkommen, dürfen wir nicht die Regeln so weit lockern, dass wir für alle anderen wichtigen Maßstäbe das Gefühl verlieren. Willi. Adrian, ja? Wer bestimmt, was politisch korrekt und was politisch inkorrekt ist? Es ist eine schwierige Grenze. Und es ist sicherlich so, dass, wenn wir die Leute in diesem Saal fragen würden, nicht jeder diese Grenze gleich ziehen würde. Aber wir würden doch vermutlich, wenn wir alle Leute fragen, einen Nährwert finden, wo wir sagen, ungefähr da hört es auf. Wir können darüber diskutieren, was ich eben schon sagte, wie das ist mit dem Adoptionsrecht für Homosexuelle. Wir können über Frauenquoten debattieren oder darüber, wie wir Feminismus in unserer Gesellschaft haben wollen. Aber wir dürfen nie abweichen von dem Punkt. Und ich glaube, das tun die meisten Leute in diesem Saal, wahrscheinlich sogar alle. Wir können niemals sagen, dass alle Menschen oder dass gewisse Menschen die grundsätzlichen Voraussetzungen in dieser Gesellschaft zu leben, dass das ihnen abgesprochen wird. Wir als Gesellschaft wollen Diskurs und wollen einzelne Fragen genau klären. Wir wollen aber nie so weit gehen und sagen, du darfst nicht mehr Teil sein, du darfst gewisse Rechte, die so integral für uns alle sind, nicht mehr haben. Und deine Gleichberechtigung erkenne ich ab, wenn du das Gefühl hast, du möchtest nicht an einem bestimmten Geschlecht zugeordnet werden, dann da möchte ich dich nicht so nennen dürfen. Das ist genau so ein Schritt, den wir eigentlich nicht mehr gehen wollen. Und wir können darüber diskutieren, wo diese Grenze... Ja, aber das sind dann genau diese Störenfriede, die einen Schritt zu weit gehen. Und wenn es diese Menschen gibt, dann müssen wir gucken, dass wir mit denen umgehen. Was könnte helfen an dieser Stelle? Da hat Melanie schon gesagt. Wir schaffen eine bestimmte Norm. Wir schaffen eine Norm durch unser Verhalten, dass wir sagen, Political Correctness ist gut.
Und wir sagen, das ist die Norm, der entsprochen werden soll. Und wenn andere Menschen sich nicht daran halten, kriegen sie von anderen Menschen auch die entsprechende Kritik. Wenn ich also meine Sprache nicht genderneutral gestalte, wenn ich also sage, ich spreche immer einfach alle Leute mit Herr oder männliche Berufsbezeichnungen und so weiter an, dann werde ich vermutlich, weil die Norm existiert, dass man politisch korrekt ist, mit der Zeit von anderen Leuten darauf hingewiesen. Dann wird gesagt, Adrian, ist das notwendig, dass du immer die männlichen Berufsbezeichnungen verwendest? Kannst du hier nicht ein bisschen korrekter sein? Es muss noch nicht mal sein, dass mir das Frauen sagen, die selber persönlich beleidigt sind, sondern vielleicht andere Leute, die diese Norm anerkennen. Das heißt, ich lerne auf diese Art und Weise. Und auch wenn ich es vielleicht eingangs unsympathisch finde, und auch vielleicht, wenn ich vielleicht selber störend Fried bin, werde ich auf diese Art und Weise sozialisiert. Ich lerne, wie diese Norm funktioniert. Und das geht in kleinen, subtilen Schritten, aber es geht voran. Und das ist der Fortschritt, den wir brauchen. Bitteschön. Adrian, zwei Sachen. Glaubst du, dass jemand, der nicht gendert, automatisch sexistisch ist? Und zweitens, glaubst du, du erreichst ihn, wenn du von oben herab auf ihn niederblickst und ihn korrekt korrigierst? Jemand, der nicht gendert, kann das vielleicht mit einem guten Grund tun, dass er sagt, er kennt sich nicht aus. Dieser Punkt hätte ich jetzt gar nicht gesagt, aber er kennt sich nicht aus. Dann kann man sagen, wir bringen es ihm bei. Zweiter Punkt ist, ich bin eine Frau, ich bin erfolgreich, ich halte es nicht für notwendig, gewisse Gender- oder gewisse Frauenförderungsregeln im Berufsleben einzuführen. Kann man sagen, schön für Sie in diesem einzelnen Fall, aber es gibt viele Frauen, die darunter leiden. Diesen einzelnen Glücksfall möchte ich jetzt nicht als Maßnahme dafür nehmen, sämtliche andere Frauen, die unter Benachteiligung leiden, dafür dann jetzt verantwortlich zu machen. Wenn andere Leute sagen, ich möchte mich vielleicht nicht integrieren, ich halte das nicht für respektvoll, möchte ich ebenfalls das Recht haben zu sagen, hier an dieser Stelle musst du den Schritt weitergehen und gesellschaftlich aktiv handeln. Also ja, wir brauchen soziale Gesten, die zusammenhalten, wir brauchen soziale Gesten, die Gesellschaft formen. Und diese symbolischen Gesten wie Political Correctness, wie genderneutrale Sprache, sind eben genau der eine Schritt, der über das hinausgeht, was man einfach nur Toleranz nennt. Sind genau dieser eine Schritt, der dazu führt, dass sich Menschen willkommen fühlen, auch wenn sie vielleicht einer Gruppe angehören, die sonst anderweitig diskriminiert wurde. Und sind genau dieser Schritt, der eben verhindert, dass Menschen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden und sich vielleicht dagegen abwenden. Wenn es von oben herab kommt, kann es sein, dass es Leute kritisch finden. Das finde ich in Ordnung. Entweder sie halten sich daran und machen das Richtige, oder sie weichen immer weiter davon ab. Das halte ich für unwahrscheinlich, weil sie von der menschlichen und der gesellschaftlichen Norm dazu erzogen werden, das richtig zu tun. Und wenn sie dazu erzogen werden, das Richtige zu tun, was unserer Gesellschaft hilft, ist das eine Sache, die wir unterstützen und in diesem Falle beibehalten sollten. Vielen Dank.